Willkommen zurück hier beim Fußballmanager mit der Schalke-Karriere. Ja, wie versprochen gibt es heute auch noch eine längere Folge. Frisch aus, zurück von der Toilette und mit einer Kappe hier ausgestattet. Und gehen wir hier rein. So, ich bin sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung bis dato. Ich würde sagen, wir spielen jetzt auf jeden Fall noch das Spiel gegen Spezia im Trainingslager. Und was ich auch auf jeden Fall noch machen werde, was ich noch nicht gemacht habe, ist rein in die Verträge zu gehen, da mit Spielern zu verlängern. Ich würde eigentlich gerne mit so gut wie jedem verlängern, der jetzt noch nicht neu dazugekommen ist. Und dann schauen wir mal, welche Spieler sich das vorstellen können und wie viel wir am Ende des Tages blechen müssen. Glaube ich, so in der Vorbereitung ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Und finde auf jeden Fall auch gut, dass die Mannschaft jetzt quasi so steht. Wie gesagt, wir können auch nach einer Sechser-Alternative und einem Innenverteidiger-Alternative suchen. Aber wir haben einen großen Kader. Also ich finde, der Schuh drückt nicht so sehr, dass man das unbedingt machen muss. Okay, jetzt geht's in das Spiel rein. Würde ich sagen, lassen wir die Jungs so auflaufen, wie das hier draufsteht. Ich würde auch noch in die Aufgaben reingehen und da mal die Spieler. Thomas Ovian immer noch Standardschütze. Macht das sehr, sehr gut. Mit Aydin haben wir auch auf jeden Fall einen Spieler dazu bekommen, der da auch gute Standards schießen kann. Sehr, sehr gut. Und ja, gehen wir mal ins Spiel rein. Beim letzten Mal hatten wir ein 3D-Spiel. Ich gehe jetzt wieder sofort Berechnung, weil es nur ein Testspiel ist. Und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, gehen da sehr, sehr früh in Rückstand. Können ausgleichen Gay mit dem Tor und können sogar in Führung gehen durch Asprilla. So. Wir wechseln mal durch. Wollen hier alle Spieler sehen. Jeder soll eine Chance kriegen. Rostogan jetzt auch zum ersten Mal im zentralen Mittelfeld, wo er eingesetzt werden kann. Smajc, wer ist müder für Pfeiffer? Aydin. Ja, was habe ich da gemacht? Den Aydin auf die falsche. Jetzt spielen beide Aydins. Bekarin. Das passt. Weiter geht's. Spezia dreht das Spiel. Kommen wir nochmal zurück. Nee. Ja, die zweite Mannschaft, so gesehen, einer schlechteren Vorstellung, die konnten da nicht überzeugen. Asprilla und Gay mit zwei Toren. Ich glaube, die Offensive ist gut zusammengestellt. Die melden sich wegen Becker. Komm, machen wir. Und dann kümmern wir uns. Haben wir am Sonntag, auf einem ruhigen Sonntag, kümmern wir uns dann um die weiteren Angelegenheiten. So, sie sprechen nicht mit ihren Spielern, das müssen wir jetzt auch mal machen. Jetzt steht ja auch so gesehen die Mannschaft und jetzt können wir mal in die Teamdynamik reingehen. Teamhierarchie gibt es noch nicht. Wir sprechen. Da würde ich vielleicht noch mal reingehen und gucken. Erwarte nicht, dass du erstes spielst. Bin sicher auch meine ersten. Du bist Stammspieler, das passt. Stammplatzgarantie. Du wirst auf jeden Fall Male spielen. Du spielst sicher auch mal in der ersten. Mal hoch.
Stammplatzgarantie. Sind wir so, Florian Flick. Ist jetzt eher Stammspieler. Ich hoffe, es ist ein bisschen wenig, ne? Okay, dann gehen wir hier mal rein in die Teamanalyse. Also wir haben Freunde drinne, Vasialidis und Gay und Feinde, Gay und Lasme. Da gehen wir mal rein in die Gespräche und probieren das zu lösen. Komplett andere Einstellungen haben wir 0, unfaire Gehälter 9. Okay, in Position Verbündete, schwierige Kommunikation. Ist Dreier. Der, oh, der ist schwierig. Spricht halt nur diese skandinavischen. So, herzlich willkommen. So, probieren wir hier mal die Mannschaft die Empfehlung zuzusprechen, dass sie ins Fitnessstudio gehen soll. Hier nochmal ein paar Punkte dazu holen. Okay, das wollte ich machen. Dann gehen wir nochmal in die Verträge rein. Und gehen hier mal zu verlängern. So, Gehalt ist 1,4. Ich würde auf maximal, also ich würde probieren, unter 2 Millionen zu bleiben. Wir haben eigentlich vom Gehalt her noch Möglichkeit da höher zu gehen. So, das passt. Option für Spieler. Vertrag wird jährlich
Erhöht. 1500. Ein faires Angebot. Ovejan, oh, der will auch verlängern. Für einen Spieler seiner Qualität gibt es natürlich viele Interessen. So. Spieler sind aber alle sehr offen für eine Vertragsverlängerung. Also die sind scheinbar alle sehr glücklich. So. Er will nicht verlängern. Passt. Ich bin mal gespannt, wer von den Spielern zusagt und wer nicht.
Und ja, wir können uns das auch später nochmal in der zweiten Mannschaft angucken. Aber ich will erstmal hier die Verlängerung von der ersten Mannschaft vom Tisch haben. Spieler total verärgert. Warum das denn? Okay. Keke Top unterschreibt auf jeden Fall den neuen Vertrag. Er ist auch glücklich mit der Situation. Hoffentlich bleibt es jetzt nicht nur bei ihm. Ich würde sagen, wir tun hier mal ein paar Leute rein, die beim letzten Mal nicht gespielt haben. Dann auch noch mal ihre Chancen. Sich zu zeigen. Das Freundschaftsspiel, oder? Ja, oh, und dann da direkt das Pokalspiel. Okay, ich würde sagen, wir gucken, dass wir die B11 spielen lassen und das Pokal dann die anderen Spieler. So, dann tun wir hier Justin Hekeren rein und Podlish, Handwerker. Würde ich sagen. Haben die Ersatzspieler auch nochmal die Chance, sich zu zeigen? Ich tue mal Dompe raus, damit er sich nicht verletzt. Lassen können wir wechseln. Gut. Rest würde ich und Podlish, Rest würde ich so lassen. Aber wie gesagt, Pokalspiel und jetzt nicht davor müde werden. Lassen wir mit dem Treffer. Ja, der konnte sich so ein bisschen zeigen. So, hier sind wir jetzt auf der Jahreshauptversammlung. Er fragt, ob sie wie er ihren Sturm auch für ausreichend halten. Ein Fan weist erbost darauf hin, dass die Mannschaft viel zu unerfahren sei.
Ovian bleibt, das ist auch gut. So. Ich verletze Bischof. Lass mir wieder mit dem Treffer vom P mit der Vorlage. So, New Center. Tom Kraus unterschreibt neuen Vertrag. Aydin. Ortlech. Einige den Vertrag verlängert, sehr, sehr gut. Zwei Spieler sind noch offen. Boah, ich bin echt zufrieden hier mit dem Kader. Ja, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir rein ins erste Pflichtspiel, ins Pokal. Und dann sehen wir mal, ob wir da so erfolgreich sind wie jetzt hier bei den Vertragsverlängerungen. Und um nichts zu verpassen, gerne das Abo da lassen und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ciao!